Servus beieinander, ich bin's, euer Bayerncamper XXL. Heute sind wir wieder unterwegs und zwar in Fieberbrunn, im Tirolcamp. Fieberbrunn, und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Let's go! So, eins noch vorneweg. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen über ein Like und ein Abo. Und darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber jetzt geht's los. So, jetzt stehen wir vorm Haupthaus. Dahinter mir ist die Rezeption, Restaurant, Sunnyhäuschen unten. Unten geht's durch zum Schwimmbad. Wellness, Saunabereich, alles dort. Da gehen wir jetzt mal hin, dann schauen wir uns das alles an. Los geht's. Dann hier rein zum Sunny-Gebäude. Beauty, Wellness, Massagen. Da kann man die Wäsche aufhängen. Das Ding ist sogar beheizt. Wahrscheinlich auch für Winter, für die Skischuhe oder sowas gedacht. Und dann geht es dann im WC-Bereich. Links sind die Damen, rechts die Herren. Mit Waschbecken. Da draußen kann man sich die Haare föhnen. Rechts auch nochmal Waschbecken und Duschen. Über eine kleine Kindertoilette ist da. Finale. Ist da. Perfekt. So, gehen wir da wieder raus. So, da geht es jetzt in Fitness- und Beauty-Massageräume, zum Energiebrunnen, Schwimmbad und Wellnessbereich. Das ist der Fitnessraum mit einigen Geräten. Da gibt es ein Zimmer, wo drauf steht Wellness für zwei. Einige Geräte, um sich fit zu halten. Dann haben wir hier Solarium, zwei Stück. Da geht es zum Saunabereich. Massage- und Beauty-Bereich. Kann man sich Termine ausmachen. Und da geht's zum Panoramabad. Alles da. Umkleide, Toiletten, Duschen. Hier geht's Treppe hoch dann zum Schwimmbad. Man kann von unten und natürlich auch von oben reingehen. Gleich mal rein, wenn hier nichts los ist. Mit Haufen Massagedüsen, Massagebänken.
Hier oben kann man sich auch noch mal hinlegen. Schönen Panoramablick auch. Da schwimmt man raus. So, jetzt sind wir im Wellnessbereich angekommen, im Saunabereich. Den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und let's go. Sind wir im Kneippbecken. Da macht man Kneippkuren. Wunderschön, da gibt es so eine Treppe. Da ist ein Whirlpool. Sehr schön. Hier geht es in die Sohlestollen. Dann in die Bergkristallgrotte. Ruhebereich liegen. Aromadampfbad. Das ist die Infrarotkabine. Wunderschön. Kräutersauna. Und noch eine Sitzmöglichkeit. Bereich. Gebirgsquellwasser, Fieberbrunn. Duschen. Dampfbad. So, das sind auch noch mal Duschen. Das sind die Umkleidekabinen. Umziehen, mit Spins zum Absperren, das auch mal noch mal eine Toilette,
Wunderbar. Das war's vom Saunabereich. Sehr schön eingerichtet. Ganz, ganz toll. Jetzt in die Rezeption rein. Da ist die Einfahrt und Ausfahrt vom Campingplatz. Die Banken sind jetzt offen. Hier rechts geht es in den Kinderclub. Abwasch und Wäscherei, Abfallentsorgung. Dann geht man da die Tür durch. Ja. Kartonagen, Papier, hinten ist Glas, Restmüll. Man sieht ja schon, von da unten kommt man hoch, da bleibt man dann stehen und meldet sich an der Rezeption an. Hier Waschen, Wäscherei, schauen wir da mal hin. Ja. Tiefkühltruhe ist da, Gästekühlschrank. Geschirr waschen. Ah, was sehr gut ist. Toll. Das finde ich super. Bei den meisten Pilz, hier liegen sie alle sogar rum. Kann man reinstecken. Mega. Mich wundert es, dass sie noch da sind. Mega. Super. Waschmaschinen. Auch 4 Stück an der Zahl. Da kann man auch noch mit der Hand abwaschen. Perfekt. Das ist die Einfahrt. Rechts die Rezeption. Geradeaus ist das Schwimmbad. Da links, wenn man schaut. Spielbus, finde ich ja total cool. Und so eine Art Skateboard oder Scooter, BMX-Bahn mäßig so ein bisschen. Hüpfburg, ganz cool. Und da geht's in den Kinderclub auch noch rein. So, jetzt gehen wir in den Kinderclub. Öffnungszeiten. Ruhe bitte ausziehen. Genau. Da wird gebastelt und gespielt. Und viele Kinder. Nicht verewigt. Kinderkino. Ja,
Ja, der Public Film. Und das Krokodil ist auch da. Oh, sogar eine Kletterwand. Für die Mutigen. Gut. So, dann ist dann hier die Rezeption, Anmeldung. Alles klar. Da holt man sich dann noch Infomaterial, was man alles hier machen kann. Und dann geht man hier wieder raus. Zack, Rezeption. Noch ein kleiner Shop und Markt dabei. Mit auch ein bisschen Campingartikeln, falls mal Toilettenpapier ausgeht oder Toilettenzusatzmittel oder Pumpen haben sie da. Wunderbar. Also der Frühstücksraum kann hier also auch frühstücken, wenn es bestellt. Sehr schön. Dann noch früh stemmeln. Da gibt es auch noch ein paar Sachen. Spaghetti. Alles, was noch da ist. Getränke. Zeitschriften. Eis. Da zahlt man dann seine Semmeln. Man kann also auch von hier ins Schwimmbad gehen. Man muss nicht unten durchgehen. Im Sommer natürlich schön die Liegewiesen. Liegewiese. Auch hier Schwalbrause, Massagebänke. Massagedüsen, Dusche zum Abfrischen. Da hinten scheint ein Badeteich zu sein. Machen wir jetzt auch gleich noch hin. So, hier geht es jetzt zum Naturschwimmteich, Grillplatz, Freiluftküche und Romantikweg. Kunde müssen draußen bleiben. So, ich will eine kleine Boccia-Bahn sein. Oder Bowl-Bahn. Duschen und WC. Schöner Badeteich. Hier rechts ist das Restaurant. Da kann man Schach spielen. Großes Schachbrett.
Spielplatz. So, da sind wir jetzt vom zweiten Sanitärgebäude mit auch Apartments. Oben drüber sind Apartments. Schauen wir das mal kurz hin, was es schon gibt. Was cool ist, es gibt auf jeden Fall schon mal eine Bike-Waschstation, wo man sein Fahrrad hinstellen kann und abwaschen kann. Finde ich cool. Noch cooler finde ich allerdings, dass sie einen Camper-Clean haben. Der wird von mir immer benutzt. Ich mag ihn. Eine Hundedusche. Auch Bello will verwöhnt werden. Und die Chemietoilette für die normalen. Wunderbar. Abwaschen und waschen. Aha. Auch cool. Drei Waschmaschinen. Und in den Trockenraum, vorzugsweise im Winter, für die Skier, Skischuhe.
PC. Und da sind noch ein bisschen große Spins. Ich schätze mal für Skianzüge oder so, die man sich da mieten kann. Ja. Und genau. Im Winter natürlich hervorragend. Direkt vom Platz aus, vom Campingplatz aus, ist hier jetzt eine Unterführung. Und von dort aus kommt man direkt zu einer Liftstation, Skiliftstation. Also noch näher geht's ja gar nicht. Du kommst also direkt unter Unterführung hier raus, biegst dann hier nach rechts ab und hier ist die Talstation. Da können dann die Teens noch Fußball spielen. Ein kleines Fußballfeld. Das ist da vor der Einfahrt sozusagen auf der rechten Seite. Die Einfahrt ist hier im Campingplatz von da unten. Genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen, Abo natürlich auch und teilt gerne das Video. Bis dann, ciao.